Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. Unkraut haben wir noch nicht auf den Feldern. Viel Geld haben wir auch nicht mehr. Deswegen habe ich so gedacht, wir schauen mal, ob wir uns Kühe organisieren. Die müssen wir ja auch irgendwie füttern, ne? Und dafür habe ich mir noch 3 Anhänger bestellt. So groß müssen die nicht sein. Und verzeiht mir, dass ich davon gleich 3 Stück hintereinander hänge. Futtermischwagen wäre im Moment noch zu teuer. Deswegen zunächst einfach mal 3 Anhänger. Und wir fahren jetzt zum Händler und holen die erstmal ab. So. Mal innesetten. Hier links auf dem Feld, waren wir da jetzt mit angefangen in der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich Hafer noch mal reingepflanzt, reingesät. Das ist also auch komplett fertig. So, ich werde gleich auch wieder 3 Anhänger hintereinander hängen. Ich weiß, dass man das so gesehen eigentlich nicht darf. Aber das ist mir für den Moment erstmal egal. Sind auch nur kleine Anhänger, weil bei den Pferden habe ich festgestellt, die Dinger bleiben doch länger voll als alles andere. Ich denke mal, das wird ausreichen. Und wenn, kann ich sie immer noch umkonfigurieren. So ist das ja nun nicht, ne? Pferde haben die erste Kohle auf jeden Fall gebracht. Ich weiß nicht, von dem Windrad und so weiter kommt irgendwie kein Geld. Das steht einfach nur da und macht einen guten Eindruck, so ungefähr, habe ich das Gefühl. Boah, das kommt, wenn man auf dem Kontrollmonitor schaut. Ah, ich habe das ja jetzt auch auf die Tasten gelegt, ne? So, pass auf. Das ist dann das. Muss ich den noch mal abhängen? Theoretisch könnte ich den Miststreuer da auch noch hinterhängen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ne, fehlt die Zapfwelle, ne? Das ist dann ein bisschen blöd. So. Jetzt haben wir sie alle dran. Jetzt fahren wir wieder zum Kuhhof. Dann werden wir über den Trigger, wir werden die nicht vom Viehhändler holen, werden wir vielleicht später mal machen. Wir werden mal gucken, wie viele Kühe da überhaupt reingehen. Dass wir da vielleicht, keine Ahnung, 10 Stück oder so. Später mal welche vom Händler holen. Ist dann ja auch mal was Nices. Aber die ersten lassen wir einfach mal anliefern. Sonst müsste ich einen Viehanhänger leihen, mieten, kaufen, was auch immer. Dafür haben wir jetzt aktuell kein Geld. Ich möchte ehrlich gesagt auch im Moment nichts dazu cheaten, obwohl ich es könnte. Hab ja schließlich auf meinem Server Adminrechte. Übrigens, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Das ist cool, mit dem Kamerawechsel auf die Schaltwippe. Höhö.
Nee, wir können eigentlich, warte mal. Wir probieren da erstmal Mischfutter reinzupacken. Mischfutteranlage, wo habe ich denn die überhaupt? Die steht hier auch, oder? Nee, hier ist nur die. Ach so, ich weiß, wo die ist. Mann, bin ich dämlich. Junge, 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 du magst auch gerne mit deinen drei Anhängern hier durch die Gegend fahren, oder? Nicht da rein, sondern hier vor. Oh, das ist nicht schön da hinten. Ja, haben wir alle nicht gesehen. Nee, wir machen das jetzt anders. Pass auf. Und zwar... Kuh. Gucken, wo hier überhaupt der Kaufträger ist. Ah! Teures Futter, effizient, es wird schnell wachsen, erreicht im Markt einen guten Preis. Die könnte man, das wäre für Fleisch, geringere Milchproduktion. Holsteinkuh, produziert die meiste Milch, okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Stück erstmal. Braun, das wäre für Fleischerträge. Es gibt keine Holstein männlich. Gut, okay. Jetzt haben wir hier Kühe drin. 20.000 nur ausgegeben. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die füttern können. Müsste auch so ein Elektrovehikel her, würde ich sagen. Mischration, geht rein, guck mal an. Alt und S, was passt hier? Ja, macht jetzt hier Silage und so weiter, das macht er alles voll, okay. Heu könnte man jetzt noch reinpacken. Und Stroh natürlich. Das Ding steht auch ein bisschen unglücklich da, oder? Kann man den verschieben? Oh ja, tatsächlich. Okay, mal einmal... Weil der steht ja völlig da falsch hier an der Stelle. So, pass auf, erstmal rotieren das Ding.
müsste eigentlich sowieso da rein. Kann das nicht ein bisschen schneller rotieren? Das Ding überhaupt da drin, aber eigentlich schon. Warum sollte sich das nicht da drin platzieren lassen? So. Wichtig ist, dass er nicht rausguckt. Dass er vernünftig. So. Da ist er. Hätte ich jetzt. Mischration ist jetzt drin. Würde ich sagen. Den lasse ich einfach mal hier stehen. Wo sind die anderen beiden? Da. Ah, man sieht schon, wie wenig da eigentlich reingeht, ne? Dann werde ich, ne, ich wollte das eigentlich kaufen, aber ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde zum anderen Hof runterfahren. Und dann werden wir das, werde ich dort Streu, Heu und Gras abholen. Weil wir haben dann ja in Zukunft Weidegras und Pferdegras. Das kann ja grundsätzlich... Ist das dann ja besser, wenn wir hier nicht vorfahren. Also Heu kriegen wir hier. Aber Stroh habe ich nur unten am Hof. Das war mir klar. Bestimmt wieder irgendwie so ein Betonmischer oder sowas. Doch nicht. Hätte ja sein können. Oh. Also heute habe ich es wieder nicht so mit dem geradeausfahren, ne? Kam gestern auch keiner. Das Ding da, das liegt auch, das schlägt auch bald Wurzeln, du. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir brauchen Stroh und Gras, wa? Heu haben wir oben. So, ja. Hafer. Häckselgut, Silage, Gras. Und
Im letzten brauchen wir Stroh. Wir auch schon wieder einsteigen. Packen wir das auch noch in den Stall. Ne, ich hätte eben nicht gedacht, dass dieses komische Milchding da verschoben werden muss. Aber liebe Leute, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich fahre wieder hoch zum Hof und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.